Servus, ich zeige euch die Schnelleingabe der Elastomerlager. Hier ist die Zeile, wo der Code eingegeben werden muss. Den könnt ihr entweder per Hand tippen oder schneller geht es natürlich, wenn ihr einfach die PDF eures Statikers aufruft. Hier diese Zeile einfach rauskopiert mit Rechtsklick kopieren. Hier einmal einfügen und per Doppelklick könnt ihr das Ganze aktivieren. Schon wird euer Langtext angepasst und alle gewünschten Parameter. Möchtet ihr noch Bohrlöcher oder sonstiges hinzufügen, könntet ihr theoretisch sogar den Produktcode verändern, indem dass ihr zum Beispiel hier 3 Bohrlöcher mit einem Durchmesser von D20 einfügen wollt. Hier mit einem Doppelklick bestätigen wir das Ganze. Und jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis. Bohrungspositionen werden vom Code nicht übernommen, sondern nur Durchmesser und die Stückzahl. Das heißt, wir müssen die Koordinaten noch per Hand kurz bearbeiten. Genau, wir können das zum Beispiel hier über die Griffe tun oder natürlich auch hier wieder mit den Eingabemasken. Das war es auch schon. Mehr müsst ihr gar nicht zu den Allplan-Codes wissen oder zur Schnelleingabe, denn das erklärt sich wirklich von selbst. Einfach aus der Statik der PDF von Cista den Code übernehmen, in die Schnelleingabe rein und dann funktioniert das auch. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter. Ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich.